Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Versionsvorstellung, diesmal mit dem Snapshot 13W36B. Das ist der eine von der Version 1.7. Und ja genau, da gibt es jetzt ein bestimmtes neues Gras, weil es ja sehr, sehr viele neue Biome gibt, die ich euch gleich zeigen werde nach einem kurzen Cut nachher. Und da gibt es zum Beispiel in der Taiga gibt es dann dieses Gras hier. Und ja, das nennt sich Potsol. Und ja, das ist gleich Höhe wie Gras, halt alles gleich, verbreitet sich auch so, wenn Erde daneben ist und bla bla bla. Also gleiches Prinzip, nur halt sieht anders aus und kommt in nur einem bestimmten Biom vor. Dann gibt es Packeis. Das gibt es in neuen Eisbiomen. Das ist halt Eis und das ist Packeis. Also Packeis ist heller und nicht so durchsichtig. Also nicht transparent. Und ja, genau. Dann gibt es ganz, ganz viele neue Blumen, die hinterher auch in einem besonderen Biom vorkommen. Dann gibt es hier einmal, ich wollte kein Grasbock, ich will die Blume. Eine Azurblut, dann eine weiße Tulpe, eine orangene Tulpe und eine rote Tulpe. Eigentlich gibt es ja noch eine rosa Tulpe. Wo ist die rosa Tulpe? Die Pinktulpe, meine ich doch. Da eine wunderschöne Pinktulpe. Dann gibt es eine blaue Orchidee, dann ein Allium, eine Poppy, ein Rosenbusch. Also wenn man hier abbaut, dann ist der ganz weg. Das habe ich jetzt gemacht, weil wenn man den großen Farn abbaut. Okay, das war bei der 13W36A noch ein Bug, dass der untere Teil stehen blieb, aber der wurde jetzt anscheinend behoben in der Version, in dem Snapshot 13W36B. Und dann gibt es auch noch Double Tall Grass, dann gibt es eine Sonnenblume, dann gibt es eine Peony und ein Lilac. Ja, dann gibt es, nein, dann gibt es, ein paar neue Items, nämlich mehr Fische. Da ist einmal der Clownfisch. Was man aus dem machen kann, das steht noch nicht fest in dem Snapshot richtig. Also bisher kann man damit gar nichts machen. Dann der Pufferfisch, dazu zeige ich euch gleich was. Den können wir uns hier schon mal nehmen. Dann gibt es eine rohe Sardine, heißt es glaube ich, oder ja. Und eine gekochte. Der alte Fisch ist natürlich immer noch da, also gleiches Prinzip, einfach in den Ofen packen, bla bla bla. Und dann gibt es einen neuen Trank, nämlich den Trank der Wasseratmung. Und den macht man, indem man Netherwarzen sich holt. Die sind bei Verschiedenes, oder? Ne, die sind bei Werkstoffe. Da. So, dann halt reintut. Hier sind Wasserflaschen. Und das braut dann. Ich kann euch das schon mal in der Zeit erklären, was man mit der Wasseratmung machen kann. Ach, nee, wir warten das jetzt erst ab. Das ist ganz, ganz dolle wichtig. Also erstmal entfernen wir das hier alles wieder. So. Gut. Und dann kann man aus diesem seltsamen Trank einen Trank der Wasseratmung machen, indem man da einen Pufferfisch reintut. Wie ihr schon seht, der braut jetzt. Und dann gehen wir mal ganz kurz Game Mode 0. So, dann trinken wir mal eben den Trank der Wasseratmung. Der gibt dann 8 Minuten Unterwasseratmung, da mit dem Fisch und so, bla bla. Und dann seht ihr, können wir ins Wasser gehen und wir verlieren keine Luftblasen unten rechts. Also wir können hier unendlich wunderschön tauchen. Halt aber nur 8 Minuten lang, ne? So, dann mal wieder hoch. Ah! Und mal schnell wieder Game Mode 1. Und da ist der Trank der Unterwasseratmung. Den kann man dann verlängern und zum Wurf dran machen und dies, das halt, ne? So, genau, das war's dann auch schon von den Neuerungen. So, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich die Biome vorstelle. Also, bis gleich. So, Leute, da bin ich auch schon wieder. Und ich habe jetzt mal hier eine Welt regenerieren lassen. Und da ist auch schon das erste neue Biom. Jetzt weiß ich nur nicht, wie das heißt. Scheiße, ich habe ein Problem. Wir sehen uns gleich mal kurz wieder. Ach, Leute, wisst ihr was? Ist ja egal, wie das heißt. Auf jeden Fall ist das hier ein neues Biom. Das heißt, ganz dichter, also Graslandschaft da unten, ein bisschen dunkleres Gras, dann ganz dichter Wald mit dicken neuen Bäumen, also solche Bäume hier, und von oben auch richtig dicht, wie ihr hier schon seht. Dazwischen spawnen dann auch Riesenpilze, die sind jetzt nicht mehr nur auf Pilzinseln, sondern die spawnen auch jetzt mal hier. Und ja, hier seht ihr auch schon so einen Rosenbusch und so, die wachsen hier nämlich überall. Ja, das war das erste neue Biom. Das zweite ist lustigerweise direkt daneben.
Das sind die sogenannten Claylands. Das heißt, da ist eine Wüste mit gefärbten Lehm obendrauf, Alter. Und ja, ich finde das ziemlich geil, wie die hier aussehen. Ich weiß nicht, was das in Wirklichkeit darstellen soll, so Ähnlichkeit, aber ja, auf jeden Fall richtig fett. Hier sieht man auch nochmal, wie sich das hier langzieht. Da spawnen überall Pilze zwischendrin und halt schön dichter Wald. Und ja, das nächste Biom habe ich auch direkt daneben, lustigerweise. Nur auf der anderen Seite. Wir können einmal kurz abtauchen hier. Ja, aber nichts Besonderes halt. Die Fische fängt man natürlich auch mit der Angel und so, bla bla. Was ich aber eben vergessen habe zu erwähnen ist, Zuckerrohr hat eine neue Textur. Das ist jetzt richtig grün und nicht mehr vorher so weißlich halt. Und ja, hier sieht man dann auch schon die ersten Blumen in Aktion. Also, das sieht so aus wie ein Gänseblümchen, weiß ich aber nicht, was es ist, oder eine Asure. Halt ganz viele neue Sachen, die stehen hier auch überall. So. Dann ist das nächste Biom da. Das sind nämlich die Extreme, Extreme, Extremely Hills. Also diese Berge, dieses Biom, da gibt es Berge, die sind so hoch, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also die gehen, ich kann jetzt ungefähr mal auf die Höhe fliegen. Hier, also die Gipfel sind jetzt auch mit Schnee bedeckt und so, auf jeden Fall richtig geil. Und die bestehen jetzt mehr aus Stein und Clay auch noch, die Berge. Und ich zeige euch jetzt mal ungefähr so, was ich schon mal für einen in einem anderen Video gesehen habe. Der Berg war dann nämlich so hoch, dass man den Boden nicht mehr gesehen hat. Also der war mal locker, also ich habe jetzt auf Reichweite weit, aber der war mal locker so hoch. Ein so hoher Berg, Leute. So hoch war der locker. Also richtig, richtig fett. Da können wir uns ja auch in der Season ein richtig geiles Haus in der nächsten drauf bauen oder sowas. Aber da werden wir ja eh getrennt worden. Dann gibt's auch Trolling und so. Könnt ihr euch auch schon drauf freuen. Und ja, wenn ich dann das nächste Biom gefunden habe, also ihr seht schon, hier sind auch so Hügel aus Stein und so in dem Extremely Hills. Wie heißt denn das jetzt eigentlich? Wo ist es? Ich sehe es nicht. Da, Extreme Hills Plus heißt das nämlich. Und ja, was ich eben auch noch vergessen habe, wenn man jetzt fliegt oder halt von hohem springt und dann auf den Boden knallt, zack, kommen hier so Pünktchen. Guckt euch das einmal bitte an. Zack. Und dann kann ich auch noch eben hinzufügen, das Menü wird ein bisschen verändert. Hier Option Musik und Sounds, da kann man jetzt alles einstellen. Player, Enemy, also Monsterfeinde, Wetter, Musik, Jukebox and Notebooks, Blocks and Environment, Friendly Animals, kann man alles einstellen. Dann Grafikeinstellungen ist ein bisschen anders. Dann Sprache ist gleich geblieben. Ressourcenpakete, da muss man jetzt. Ich weiß gar nicht noch nicht. Ich weiß noch gar nicht, wie das richtig geht. Also die muss man irgendwie da reinziehen oder so. So. Weiß ich noch gar nicht. Und werde ich vielleicht nochmal nach. Dann gibt es Super Secret Settings. Ihr hört schon. Super geheim, ne? Wird noch irgendwie was gemacht. Dann kann man hier das ganze Gameplay anpassen. Und die Mehrspielereinstellungen wurden ein bisschen verbessert. Die Datenerhebungseinstellungen. Bla bla bla. Ich melde mich gleich zurück, wenn ich das nächste Biom gefunden habe. Bis dahin. Ciao, ciao. So, Leute. Jetzt kann ich euch auch noch den Namen für dieses Biom hier hinzufügen. Dann sehen wir uns nach einem kurzen Cut wieder. Also das Biom hier mit den überdachten Wäldern und so, das heißt Mesa. Also mit den Pilzen und hier das, was ich euch eben gezeigt habe. Mesa heißt das Ganze. Und ja, jetzt wisst ihr es. Damit könnt ihr für euren Freund angeben, bla bla bla. Wir sehen uns gleich. Ach, guck mal, hier ist ein Sumpf. Perfekt. Lol, voll geil, der Seed. Seed ist der hier. Und genau, der Sumpf wurde ein bisschen verbessert. Jetzt sieht es hier ein bisschen sumpfiger aus. Indem hier auch mal solche Teile sind, hier so ein paar, ne, wisst schon. Halt so ein paar Sachen. Und oh, da sehen wir noch ein Extreme Hills Plus Biom. Vielleicht gibt es da mal einen richtig schönen hohen Berg. Mal kurz gucken. Mal kurz Looky Looky machen. Oh ja, hier werden sie hoch. Naja, aber höher ist hier nichts. Low. Low, Leute. Gut, naja, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich. Da war ein riesiger Punkt, weil ich so hochgeflogen bin. Wir sehen uns dann gleich wieder. Einmal kurz gucken. Nee,
Okay, so kommt's nicht. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich das nächste Biom gefunden habe. Bis gleich. So, da bin ich wieder und ich habe auch schon das nächste Biom gefunden. Das nächste Biom ist der Birkenwald, der hinzugefügt wurde. Und der besteht, wie der Name schon sagt, hauptsächlich, also fast nur aus Birken. Dann gibt es hier ein paar Berge und diese schönen Blümchen, die ich euch eben schon gezeigt habe hier. Und ja, ihr guckt es euch an, bitte. Alles sind Birken. Guckt euch das an. Guckt es hier euch an. Also die Berge hier überall sind Birken. Auch größere Birken. Ich mache einmal ganz kurz. Time, set, day. So. Und, what the fuck? Jetzt ist Day of by 1. Oh, das ist das nächste Biom. Der sogenannte Blumenwald, den ich euch eben zeigen wollte. Guckt euch bitte an, wie viele Blumen hier sind. Guckt es euch an. Und ja, hier sind halt Bäume, Blumen, ganz viele, ganz, ganz bunte Pflanzen. Also, ja. Es ist sehr viele Blumen. Und genau, wenn ich euch das gezeigt habe, also hier sind halt Bäume und Blümchens überall. Juhu! What the fuck, Alter? Genau. Und ja, dann, da hinten seht ihr auch schon ein bisschen mehr. Dann sehen wir uns wieder, wenn ich das nächste Biom gefunden habe. Bis gleich. Jo, da bin ich wieder mit dem nächsten Biom und zwar dem sogenannten tiefen Ozean. Die tiefen Ozeane ersetzen jetzt die normalen Ozeane, also keine Meere, also nicht in Strandnähe, sondern richtig weit draußen. Und ja, die sind sehr tief und der Boden besteht weitestgehend aus Clay, wie ihr da schon seht. Ich kann ja mal hier, zack, da Kies und zwar alles ist Kies, also das hauptsächlich Kies wirklich der Boden. Und ja, da gibt's dann solche großen und kleinen Inseln drauf, wo es dann halt so schöne Sachen gibt. Und ja, dann gibt es noch ein paar weitere Biome. Aber also da gibt es dann zum Beispiel noch die Taiga, wo eben dieses besondere Gras hier drin ist, dieses Pozzol. Aber ich finde im Moment gar keine, das ist ein bisschen schade. Ich gucke noch mal im Internet und wenn ich noch einen finde, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dahin, ciao, ciao. So Leute, da bin ich auch wieder mit dem nächsten Biom. Und dieses Biom ist eines meiner Lieblingsbiome, wirklich, weil guckt es euch an. Das nennt sich Spike Falls. Und das sind einfach riesige Eiszapfen aus Packeis. Das, was ich euch ja schon eben gezeigt habe. Und ja, Alter, guckt euch es an. Wie geil das einfach nur ist. Also definitiv eins meiner Lieblingsbiome. In der neuen Version. Genau. Also, finde ich wirklich mega cool. Lol, das Gras zwischen. Ja, okay. Das ist eigentlich nicht so. Na egal. Auf jeden Fall ist dieses Biom richtig geil. Einfach nur der Hammer, finde ich. Und, ja, mir fehlt noch ein Biom. Und zwar die liebe nette Taiga mit dem Pyzolgras. Und ich finde es einfach nicht. Aber ich hoffe mal, das ist nicht schlimm. Wenn ja, dann guckt es euch in anderen Videos an. Ich habe euch jetzt so viel gezeigt, wie es geht. Da die neue Zuckerrohrtextur. Auf jeden Fall, dieses Biom definitiv eines meiner Lieblingsbiome. Na, jetzt mache ich eben noch einen Screenshot für das Thumbnail. Zack. Gut, und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Und ja, über eine Bewertung würde ich mich natürlich freuen. Und ja, dann bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Jo, hallo Leute und willkommen zurück nochmal. Denn ich habe noch vergessen, etwas hinzuzufügen. Erstmal hier ein bisschen aufräumen. Nämlich kann man jetzt auch Angeln verzaubern. Ich weiß gar nicht, ob man das schon vorher konnte, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall kann man jetzt Angeln verzaubern und da gibt es zwei neue Verzauberungen. Einmal Lure 3, das heißt Verlockung, also dass die Fische schneller und ja, dass die Fische schneller anbeißen. Und dann gibt es Luck of the Sea 3.
Also das gibt es auch in allen unterschiedlichen Stufen, 1 bis 3 halt beides. Und ja, schlau. So, und dann kann man das halt so verzaubern. Und dann kann man da noch Haltbarkeit 3 draufkriegen. Das heißt, man hat eine richtig geile Angel. Und ja, dann kann man mit der nämlich alle möglichen Fische fangen. Pufferfisch, Clownfisch, Sardine da und ganz normale Fische. Und ich kann euch das ja jetzt einmal zeigen. Die beißen dann nämlich schon ziemlich schnell an. Also ich habe damit gerade richtig viele Fische gefangen. Mal so aus Spaß habe ich das gemacht. Und na komm schon. Na komm schon. Da ist er. Zack, ein normaler Fisch. Ich will einmal so einen anderen Fisch fangen. Vielleicht kommt jetzt noch mal schneller einer. Und ja, auf jeden Fall geht das hiermit wesentlich schneller als mit der anderen. Also wenn man so angeln will, also so um so Nahrung zu kriegen und keine Tiere hat, dann ist das eine ziemlich gute Anschaffung, diese Verzauberung. Da ist wieder einer. Und damit kann man nämlich auch LOL. Was habe ich denn da gerade für einen geilen Bogen rausgefischt? Ich habe damit nämlich eben schon mal ein Namensschild rausgefischt, aber einen Bogen habe ich noch nicht. Also das ist auch bei Luck of the Sea dabei. Na, treffen solltest du schon. Bleib stehen! Lol. Junge. Da, noch einmal. Ich will mal sehen. So. Ja, ist gut. Wahrscheinlich nur zwei Schüsse, ne? Ja, nur zwei Schüsse. Also auf jeden Fall richtig geile Sachen kann man da aus dem Meer fischen. Finde ich geil, dass es sowas gibt. Und ja, das war das, was ich nochmal hinzufügen wollte. Und genau, dann sage ich jetzt endgültig Tschüss. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, freue mich über eine Bewertung und hoffe, ich sehe euch auch beim nächsten Mal wieder, beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao.